dann bleibt ja theoretisch nur noch die Möglichkeit, oder halt auf der Straße Leute anzusprechen und zu fragen, ob sie zufällig Pokémon spielen und mit dir da mitmachen. Ich weiß nicht, was ich sonst noch machen kann oder so. Oder dir oder alles. Oh, da ist das erste Shiny. Für heute. Nicht insgesamt. Aber für heute, das erste Shiny. Dann sagst du, aha, okay. Und dann so dein Bruder, ey, hast du jetzt auch Telegram? Cool. Dann brauche ich ja gar nicht mehr in WhatsApp schreiben, dann schreibe ich jetzt in Telegram. Ui, guck mal, wer da ist. Ne, guck mal, wer da spricht. Das ist ein hundertprozentiges, oder? Von Zeraf. Ich glaube, das müssen wir dann Zeraf nennen. Ich muss es mir nur aufschreiben. 2042, jetzt noch das Shiny. Nein, es ist kein Shiny, aber es ist 2042. Das war das 100er. Pokémon Shiny Dings hier als nächstes. Das heißt, es ist mein zweites. Falls jetzt irgendwann das weiße oder das schwarze Kyurem kommen und man könnte die über einen Formwandel bekommen, dann habe ich schon mal vorgesorgt. Sorry, euch. Aber wenn man das nicht formwandeln kann, dann ist es eigentlich egal. Dann brauche ich ja nicht zwei von denen hochziehen, sag mal. Bin da, mich hasst, ich guck so lange, bis du ein Shiny bekommst. Oli, das Shiny hast du schon verpasst. Also Shiny gab's vorhin schon. Mein Geschenk hast du nicht geöffnet. Toro, ich weiß deinen Ingame-Namen nicht und außerdem haben wir bestimmt heute keinen Levelaufstieg gehabt, oder? Oh, Shiny! Tschüss, Oli! Oli, ich guck so lange, bis du ein Shiny hast. Dann musst du jetzt leider gehen. Und jetzt ist 19 Uhr, das heißt, jetzt ist das auch vorbei. Jetzt muss ich ganz fix hier schauen. Gehen wir mal die Punkte noch her, du Sau. Wir haben Zaragoza, noch ein 96er mit 15 Angriff. Garbsen. Wir haben Hasloch, Rheinland-Pfalz, Deutschland. Da machen wir auf jeden Fall ein Pünktchen dran. Wir haben Dortmund. Wir haben Lorsch. Wir haben Sandersdorf, Brena, wir haben Leipzig. Den müssen wir jetzt noch kurz umbenennen. Als Seraf. Ja, hier Seraf. Zahlen braucht man nicht. Das ist Seraf. Jetzt wisst ihr auch gleich warum.